So, der eine oder andere Kollege steht noch draußen. Trotzdem wollen wir nicht länger warten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz heute. Mainz 05, Hannover 96, 0:0. Ich begrüße die Gäste aus Hannover und die beiden Trainer hier oben. Das erste Wort gehört wie immer dem Gästetrainer, Herr Korkut. Sie können gerne Sponsoren ins Bild halten, kein Problem. Herr Korkut, wie haben Sie das Spiel gesehen heute? Ja, jetzt im Nachhinein war ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften, glaube ich. Für die Mainzer natürlich jetzt auch mit den Ergebnissen, die sie in den letzten Wochen hatten. Für uns nach dem Schalke-Sieg Erwartungshaltung plötzlich gestiegen. Und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, so richtig ins Spiel zu kommen. Haben vorne zu wenig Druck gemacht, haben dadurch immer wieder auch Bälle in den Rücken bekommen und wirklich auch Probleme gehabt. Dann sind wir ein bisschen auseinandergedriftet, nicht mehr ganz so kompakt gewesen. Es war schwierig. Also die erste Halbzeit mit Sicherheit Mainz gehört. Was dann wirklich sehr, sehr positiv war, dass wir dann in der zweiten Halbzeit einfach wieder zurückgekommen sind. Und das nehme ich aus diesem Spiel auch mit. Ich denke, dass dann die zweite Halbzeit uns gehört hat und beide Mannschaften ihre Torchancen hatten. Und ich denke, dass es ein gerechtes Unentschieden geworden ist dann letztendlich. Wir können damit leben. Wir haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto und bereiten uns aufs nächste Spiel vor. Dankeschön, Herr Korkut. Kasper, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, dasselbe. So. Nein, ich glaube auch, wir haben eine gute erste Halbzeit gemacht. Ich bin zufrieden mit einem Nullspiel. Wir haben die letzten Pflichtspiele nicht viel Torchancen gegen uns. Aber sehr viele Gegentor. Und es ist wichtig für eine Mannschaft zu null zu spielen. Das ist natürlich ein positives Ding von heute. Wir brauchen ein Tor in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das wäre eine große Veränderung von dem Spiel. Unsere gute Perioden müssen wir natürlich ein Tor machen. Zweite Halbzeit bin ich ganz einiges mehr und mehr Hannover, aber wir haben doch auch gute Möglichkeiten. Unser Umschaltspiel war nicht das Beste. Das letzte Pass, letzte Qualität in der letzten Drittel war nicht das Beste. Und ich finde sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Verbesserungen zu machen. Und das ist ein gut Gefühl, dass wir sehen, dass wir nicht unser Bestes spielen, aber wir können es besser machen. Aber sehr positiv mit einem Nullspiel und damit bin ich natürlich ganz zufrieden. Danke, Kasper. Wenn Sie Fragen haben, bitte ein kurzes Handzeichen an die beiden Damen. Die reichen das Mikrofon. Taifun Kiyotake, wie hat er dir gefallen? Ja, Kiyo ist mit Sicherheit noch nicht bei 100%, das wussten wir. Wäre auch normalerweise, wenn wir diese Verletzungsgeschichten jetzt nicht gehabt hätten, eher noch mit weniger Minuten aufgebaut worden. Aber er musste ran und hat es für seinen im Moment körperlichen Stand, denke ich, sehr, sehr ordentlich gemacht, hat sich reingehauen, solange die Füße ihn getragen haben. Von daher sind wir natürlich da zufrieden. Er hat noch ein bisschen was nachzuholen, aber wie gesagt, Albonos hat halt schon länger durchgehalten auch. Und Mikko, der ja auch jetzt gegen Schalke schon früher hat man den rausnehmen müssen. Von daher sind ein paar Spieler, die haben noch ein bisschen Rückstand. Teilweise die bei der WM waren oder auch Spieler, die wir halt später verpflichtet haben. Und die müssen wir halt so schnell wie möglich jetzt in Form bringen. Und das ist dann wieder unsere Aufgabe. Kasper, sind jetzt 5 Neuzugänge für morgen bestätigt vom Manager. Ich weiß nicht, ob zusätzlich morgen noch was passiert. Ist es nicht nochmal ein kompletter Neuanfang für Sie oder für dich? Nein, aber es ist natürlich, wenn neue Spieler, 1, 2, 3 oder mehr, das ist immer ein. Es gibt immer Zeit, um diese Spieler zu integrieren. Aber wir haben, das ist eine neue Strategie, wie wir gemacht
Wir wissen, dass wir vielleicht warten in diese Transferperioden. Wir immer in Weltmeisterschaft, Transferfenster gibt es immer gute Möglichkeiten sehr spät. Und wir haben in diese Transferperioden mit Geduld reagieren. Und jetzt gibt es natürlich ein Arbeit für mich am Dienstag. Welcher Spieler ist hier und welches Spiel können wir hier machen? Aber die neuen Spieler müssen alle vorbei, die Spieler von heute. Ich finde sehr viel gute Qualität in die Mannschaft und es ist immer schwierig für neue Spieler hier zu kommen und spielen von Anfang. Aber wir werden sehen, wer kann etwas Neues bringen, welche Qualitäten. Und das ist natürlich sehr entspannend. Herr Korkut, Pokal weiter. Erstes Heimspiel gewonnen, auswärts kein Gegentor kassiert. Hört sich nach einem durchaus sehr zufriedenstellenden Start für Sie an. Jetzt mit 2 Wochen Pause, wo geht Ihr Weg hin? Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Ihre Mannschaft bisher geleistet hat? Zunächst einmal habe ich ja immer wieder wiederholt, dass wir eigentlich eine sehr, sehr positive Vorbereitung hatten. Wir haben jetzt 11 Spieler, glaube ich, sind es im Endeffekt, die wir dazu bekommen haben. Das ist schon ein sehr, sehr großer Umbruch. Und ich denke, die Mannschaft hat es geschafft, zusammenzufinden in den letzten Wochen. Und natürlich helfen dann auch solche Ergebnisse, wie wir hatten, sei es im Pokal, sei es das ein oder andere Vorbereitungsspiel, in dem wir zurückgekommen sind. Dann natürlich das erste Punktspiel jetzt gegen Schalke. Und heute auch der Punkt auswärts in einem sehr, sehr schwierigen und komplizierten Spiel. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg jetzt. Wir haben auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Wir müssen, wie gesagt, einige Spieler noch körperlich in einen besseren Zustand bekommen. Aber ja, das ist alles erst am Anfang. Das ist jetzt der zweite Spieltag. Und wie gesagt, die Bundesliga ist nicht einfach. Das wissen wir auch. Und wir müssen zusammenhalten. Und das macht die Mannschaft im Moment sehr, sehr gut. Wir kompensieren die Verletzungen im Moment soweit gut und das passt alles. Jetzt werden wir uns 2 Wochen der Vorbereitung widmen, wie immer, auf das Hamburg-Spiel und versuchen dann auch, wir hoffen natürlich, dass unsere Spieler, die zur Nationalmannschaft fahren, dass die gesund zurückkommen. Das ist natürlich auch wichtig immer. Und dann geht es einfach weiter. Es ist zwar 2 Wochen noch hin, aber dieses Spiel hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, gerade auch in Hannover, gerade auch die Geschichte mit Mirko Slomka vorher. Inwieweit wird das ein besonderes Thema, was in Hannover ja eine große Wertigkeit erhält? Also ich denke nicht, dass das jetzt nochmal irgendein Thema werden sollte, auch ganz einfach. Das ist meine Feststellung. Das Spiel in der letzten Saison, das war schon speziell. Nicht wegen Mirko Slomka oder wegen Tayfun Korkut, sondern einfach die Konstellation, die Tabellensituation und es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Vereine und für uns vor allem nach unserem Braunschweig-Erlebnis und diesmal ist es wieder ganz was anderes. Also der HSV ist nicht so arg unter Druck, wir sind dann im zweiten Spieltag, haben 1 Punkt, wir haben 4 Punkte, die ganze Vorrunde liegt noch vor uns, die komplette Saison, von daher glaube ich oder hoffe ich, dass es einfach ein spannendes Spiel wird, aber alles andere, glaube ich, sollten wir jetzt langsam mal zur Seite schieben. Taifun, das HSV-Spiel aus der vergangenen Saison, über das ihr eben gesprochen habt, war der Startschuss für eine Serie. Ihr habt seitdem nicht wieder verloren, sind jetzt 8 Pflichtspiele ohne Niederlage. Wie fühlt sich das an? Und nimmt das die Mannschaft jetzt auch als zusätzliches Positivum mit in die Länderspielpause? Ja, mit Sicherheit. Ich denke, wir haben es jetzt auch geschafft, dass wir einfach auch stabiler spielen. Ja, dass wir durch diese schwierigen Phasen wie heute oder auch davor schon in einigen Spielen einfach durchkommen im Moment. Und das hatten wir in der Rückrunde nicht. Da war es dann bei dem einen oder anderen Spiel mal so wirklich, dass wir dann bei jedem Gegentor gleich, dass dann nicht mehr so viel zusammenlief. Diese Phase haben wir jetzt hinbekommen, dass die Mannschaft ihr Spiel einfach durchspielt und versucht, das Spiel durchzudrücken und auch zurückzukommen in dem Spiel.
Aber trotz alledem, wie ich schon oft, ich wiederhole jetzt auch wieder, das, wir haben sehr, sehr viele neue Spieler auch. Ja? Das wird immer vergessen. Ja? Und neue Spieler wird jetzt wahrscheinlich auch bei meinem Kollegen jetzt in Mainz so sein. Neue Spieler muss man integrieren. Und das geht nicht von heute auf morgen. Da gibt es keinen Knopf, auf den man drücken kann. Deswegen werden wir jetzt jeden Tag nutzen, bis zum HSV-Spiel. Ich habe auch noch eine Nachfrage zum Kader. Wenn da jetzt 5 dazukommen, ich kann jetzt im Moment nicht durchzählen, wie viele Profis im Kader stehen. Ist der Kader dann zu groß für die tägliche Trainingsarbeit? Musst du da irgendwie was ändern? Oder müssen irgendwelche in der U23 trainieren? Oder wie ist das geplant? Vielleicht sollen wir später diese Woche reden. Dann wissen wir, wie es aussieht. Ja. Der Kollege hier vorne noch. Genau. Herr Hürmann, ich wollte fragen, da ich hatte den Eindruck, dass vor der Saison mit dem El Kubali und so, Mainz hat eher mehr Ballbesitz konzentriert. Und heute habe ich das Spiel gesehen, es ist eher mehr so noch wie letzte Saison mehr schnell nach vorne umgestellt zu haben. Also so habe ich Eindruck bekommen und ja, ich glaube, heute hat das Spiel richtig gut, also Spannung gebracht dadurch. Und die Umstellung war aus praktischen Gründen, dass irgendwie Kader oder ich weiß nicht, also die Vorbereitung nicht, also die konnten gar nicht so gut gelaufen mit dem Ballbesitz, wie vorgestellt haben. Wir haben um diese Sache sehr viel gesprochen. Ich finde, dass diese Fußball-Diskussion um Umschaltspiel und sehr kompakt und defensiv und Ballbesitzspiel ist sehr unnuanciert. Ich bin nicht hier, um alles umzumachen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und sehr gute Themen von letzter Saison mit Anlaufen, mit Pressing, mit Zusammenarbeiten, mit gutes, schnelles Umschaltspiel. Das ist auch weiter diese Saison. Aber vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld in Situationen und gute Positionen. Vielleicht mehr Pässe auch gegen Gegner, die tief steht, aber keine Revolution, aber von Spiel zu Spiel vielleicht eine Entwicklung. Aber wir brauchen auch zu sehen, genau welches Kader wir haben und welche Spieler mit Qualitäten wir können benutzen. Das ist natürlich wichtig. Wir können nicht ein Spiel machen, die Spieler nicht haben für die Qualitäten. So, aber ich finde, dass wir auch gegen Paderborn sehr viele Minuten mit guten Positionen, gutes Spiel, konstruktive Ideen in die Aufbauspiel. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um dieses Spiel mit Vertrauen im ganzen Spiel, auch wenn es kommt Druck. Heute in der zweiten Halbzeit, wenn Hannover ein bisschen mehr rauskommt, dann gibt es viele Möglichkeiten hinter der erste Pressing-Linie. Und damit müssen wir natürlich ein bisschen mehr arbeiten, so wie wir durch die Linien spielen und nach vorne spielen da. Aber es ist eine Arbeit. Gut, ich sehe keine weiteren Handzeichen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke den beiden Trainern. Einen guten Einblick. Einen schönen Abend noch. Danke.